Hallo, liebe Freunde der Elektroklappräder 20 Zoll von NCM und Co. Ja, 5700 Kilometer habe ich jetzt mit dem Fahrrad runter. Irgendwann ist es dann an der Zeit, dass man die vordere Bremsbeläge wechselt. Hinten ist noch okay, habe ich einmal schon gewechselt. Vorne habe ich auch schon mal gewechselt. Aber die Bremsleistung, die ist nicht mehr zufriedenstellend. Deswegen nehme ich an, dass die Beläge runter sind. Und ich tausche die jetzt einfach mal. Das Rad ist 2016 ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob die Bremse heute anders ist. Also es gilt alles heute nur für 2016. Und ihr seid selbst verantwortlich. Ich kann nur zeigen, was ich so mache. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie die Beläge gewechselt werden. Ja, zunächst werde ich einfach mal diese Einstellmöglichkeiten hier zurückstellen. Man kann ja beim Verschleiß der Bremse etwas nachdrehen. Und das stelle ich einfach mal komplett rein. So sieht das dann aus. Und unten das Gleiche. Da ist ja noch mal eine Verstellmöglichkeit. Auch bis zum Anschlag rein. Als erstes mache ich die Bremse mal sauber. Da hat sich doch einiges an Bremsstaub angesammelt. Die Scheibe ist übrigens noch sehr gut. Da ist kein Verschleiß zu erkennen. Man hätte das ganze Fahrrad mal putzen können. Ne? Hier kann man übrigens sehen an den Schrauben. Da ist das 2016er NCM-Modell, dass die Schrauben da rosten. Da wurde immer viel diskutiert im Internet. Ja, sie rosten ein wenig. Stört das irgendwie? Also mich nicht. Da sieht man es nochmal. Die beiden Schrauben hier, die müssen demontiert werden. Dann kann man den ganzen Bremssattel einfach mal wegnehmen. Das war erstmal eine einfache Aufgabe. Schon hat man das gute Stück in der Hand. Da kann man sehen, wie die Bremsbeläge eingesetzt werden. So müssen sie hinterher auch wieder rein. Die Position, die muss man sich erstmal merken. Und dann schrauben wir mal weiter auseinander. Jetzt geht es erstmal weiter mit diesen beiden Schrauben hier. Die werde ich jetzt demontieren. Na, wenn man die beiden Schrauben demontiert hat, dann springt einem das Ganze auch schon entgegen. Und man merkt sich dann bitte, wie die Bremsbeläge da drin waren. Und auch diese Klammer. So ist die Einbaulage. Auf den Bremsbelägen, da sind so zwei kleine Löcher. Da klammern diese silberne Klammer, die geht dann da rein. Aber wie schon vermutet, ist der Bremsbelag deutlich abgefahren. Man kann oben die Kante erkennen, die ehemalige Stärke des Bremsbelages, und da ist jetzt wirklich nicht mehr viel drauf. Das ist auch der Bremsverlust gewesen. Da kommen jetzt neue rein. Die Bremsbeläge habe ich mir für relativ kleines Geld von der Firma Contec im Internet bestellt. Das sind hier, ist das Modell CBP 310 Wet and Dry, na Gott sei Dank auch wet, aber man sieht schon, die sehen genauso aus wie die Beläge, die da drin waren. Das passt. Ja, liebe Leute von Lion Cycle, hallo, das ist der Importeur aus Hannover, die gucken auch meine Videos, die kommentieren das immer so schön. Ich hoffe, das sind auch die richtigen hier. Bitte mal in die Kommentare schreiben, wenn es auch andere gibt. So sehen die neuen Beläge aus. Eine Klammer ist auch dabei, eine neue. Packen wir sie mal rein. Alles einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Ich glaube, vorne, rechts und links gibt es bei den Belägen nicht. Das ist egal, wie man die reinpackt. Hauptsache so in dieser Lage hier. Na, ich habe also hier den Draht, den Zugdraht, erstmal nicht losgemacht, weil ich die Rücksteller ja zurückgestellt habe hier oben. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir haben hier einen Spalt, der groß genug ist, um zwischen die Scheibe zu kommen. Ich habe die Schrauben jetzt erstmal ein bisschen reingedreht, aber nicht ganz, wie man sieht. Und wenn die Bremse dann sitzt, dann kann man das nachziehen. Dann kann man das leichter montieren. An den Schrauben ist übrigens ein blaues Schraubensicherungsmittel dran. Ja, für mich ist das noch genug gewesen. Ihr müsst natürlich Neues drauf machen. Und ich montiere das jetzt mal zu Ende. So sieht das Ganze erstmal aus. Es ging dann doch nicht ganz ohne. Ich werde also hier den Draht noch mal ein bisschen lösen, damit die Bremse etwas aufmacht und nicht das Rad sofort blockiert ist. Jetzt kann man das Ganze noch fein einstellen.
Ich habe das immer so, wenn im ersten Drittel richtig Zug drauf ist, aber bei losgelassener Bremse das Rad frei dreht, dass es dann gut eingestellt ist. Probefahrt. Aber vorsichtig bitte.